Hey, da bist du ja. Du fragst dich jetzt sicherlich, hey, seit wann legt der Wichser wieder Videos hoch, hä? Naja, ich sag dir mal was. Ich hab eigentlich gar keinen Bock drauf. Okay? Naja, in diesem Video erzähle ich dir die Geschichte davon, wie ich deine Mutter kennengelernt hab. Okay? Okay, jetzt fragst du dich vielleicht, warum hab ich keine Hose mehr an und wie bin ich auf diese Couch hier gekommen? Ja, das nennt sich, Schneiden. Man schneidet Videos manchmal, um bestimmte Sachen zu schneiden, okay? Okay. Naja, oh, warte mal. Gut, ich will dich nicht lange aufhalten, deswegen zieh dir einfach das Cringe-AP rein von mir und der netten Dame in der Würfelparkgarage, okay? Ja, mach das. Hallo. Hallo. Alles klar bei Ihnen? Ja, jetzt schon. Entschuldigung. Alles cool, Mann. Alles cool. Wie War geht's ein Ihnen? bisschen im Kopf. Ja, Ja, passiert. gut, muss. Echt? Ist das Ihr Wagen hier? Hä? Ist das Ihr Wagen hier, ja? Ja, Wow. gerade noch. Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Momentan gerade nichts. Ich bin Was? vorhin wieder eingereist. Ich war Oh, eine lange Zeit okay, weg. ja. Ja, mir geht's genauso. Da haben wir schon mal was gemeinsam, oder? Super, freut mich. Ja. Ich steig mal aus. Ja, das Bin wäre höflich. freundlich. Ich bin die Jessie, Jesse, wenn ich mich freut mich, Mann. vorstellen darf. Ja, ich bin Frederick. Freut mich auch, immer. Jesse Weiss. Genau. Sie sind erst 20 Jahre alt, ja? Bin ich das? Ich glaube schon, Achso, ja. 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 Bin ich. Entschuldigung, also Herflug und so war wieder extrem lang. Und was haben Sie sonst so getrieben, bevor Sie mal Urlaub gemacht haben? Ach, ich war lange Zeit bei einer, also nicht bei einer Familie drinnen, aber bei einer Familie. Okay. Aber weiß nicht, meine Ausreise. Bei welcher Familie waren Sie denn? Bei die Wolkis. Wolkis. Na, das sagt mir leider nichts. Nicht persönlich nehmen. Ist kein Stress, ist eine Kleinfamilie. Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, und jetzt bei meiner Ausreise habe ich Anrufe bekommen, ja. Oh, Das, oh ich ja. brauche da nicht mehr hingehen und so. Ja, ich Ach natürlich. ja. Tatsächlich habe ich auch ein paar Anrufe bekommen, die meinten, hey, Frager, wir brauchen dich hier. Okay, wir brauchen den Messias zurück. Zack, habe ich mich in den Flieger gesetzt und naja, jetzt bin ich wieder hier. Könnte jeden Moment von einem Auto überfahren werden, wenn ich hier stehe. Ja, stimmt. Ja, oder? Gar nicht mal so unrealistisch. Aber ich glaube, hier in der Ecke wird das nicht passieren. Na, wer Außer er will weiß. es Ich mit habe hier schon Absicht alles machen, gesehen. dann ist schon. Ja, okay, es gibt nicht so viele, die mich leiden sehen wollen. Ich bin eigentlich ziemlich netter Typ, so. Naja, ich Achso, mach bist du auch sexuell von der sehr. Familie? Nee, nein, nein. Nein. Ich glaube nicht, dass mich eine Familie hier im Staat will. Achso, warum das? Naja, ich mach sexuell halt sehr schwere Praktiken. Das gefällt mich jedem. Okay. Ja, ich bin tatsächlich auch Therapeut. Sexuell. Nein, das nicht. Nein, Mann, um Gottes Willen. Das ist privat, das Sexuelle ist privat, aber mein Job, naja, ich therapiere Leute. Ich habe da so meine Methoden, ja. Zum Beispiel, naja, ich hatte vor kurzem meine Fahrprüfung hier mit dem Auto, ja. Ja. Und naja, ich war auch ziemlich interessiert an einem Taxischein und wie das hier so ist, muss man da auch den LKW-Führerschein machen, was absolut unsinnig ist, aber gut. Beim Naja, ich. Taxiführerschein, beim Ja, Taxiunternehmen, oder was? genau, ja. Echt? Ich wollte nämlich eigentlich auch mal Taxifahrerin machen, aber Aber. dann hat er mir gesagt, so was ich alles brauche. Ich habe noch nicht mal einen Führerschein, aber. ja, den muss ich halt auch noch machen. Kann ich nur empfehlen. Warte mal. Du fährst Auto ohne Führerschein? Psst. Du bist So, gefährlich, nee, das stimmt doch gar gefällt nicht. mir. Ich habe. Nee, ich habe einen Lappen. Du hast Lappen, okay, gut. Ich zwinker gerade unter der Brille, aber das kannst du nicht sehen. Alles gut. Aber schöne Brille hast du. Ist die nicht ein bisschen eng? Nee, die ist schnell. Die ist was? Schnell. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Nee, ich? Ich bin 23. Wie? 23? Ja, ich bin 23. Knackige 23. Super. Ich hätte dich aber jetzt älter geschätzt, bin ich Was? ganz ehrlich. Also Wow. nicht böse Okay. nehmen. Nein, um Gottes Willen, Mann. Aber von deiner Stimme her finde ich schon, Was? Von meiner dass Stimme du. her denkst du, ich wäre älter? Okay, das. Na gut, klar. Klar. Von deiner Stimme. Ich meine, graue Haare hast du, glaube ich, jetzt auch nicht, sehe ich schon. Nein. Hast du gefärbt? Nee, sind alle
Alles schwarz. Meine Achselhaare sind auch schwarz. Oh ja, das will ich nicht. Hast du auch Achselhaare? Mach meinen auch. Nee, habe ich nicht. Frisch rasiert, ja. Warte mal, wie heißt die App nochmal? Giebay. Giebay. Ja, Giebay Kleinanzeigen. Da habe ich eine Anzeige geschaltet, dass ich eine Wohnung suche. Aha. Mensch, ich, Frauen und Technik, man kennt es doch, oder? Ja, also meine Ex hat es schon ziemlich gut mit der Technik gehabt. Du verstehst, was ich meine. Ja gut, oh Gott. Oh Gott. Ich gebe mir jetzt mal meine Nummer und wenn da was rauskommt, ich würde mich freuen, natürlich. Hast du? Ja, Moment. Lass mich mal sehen, wie war das denn nochmal, war das Kontakte da? Dann auf das Plus, so. Wie war nochmal dein Vorname? Jesse. Jesse? Jesse. Okay, deine Nummer. 8-9-4-0-9. Genau. Okay, Jesse. Wie hieß du nochmal? Frederick. Du kannst mich auch Frager nennen. Manche nennen mich auch Papi. Papi das Pap. Oder Daddy. Okay. Fraggy. Frag. Frag. Ich nenne dich Frag. Gerne, klar. Perfekt. Kennst du Kevin? Welchen Kevin? Boah, wie hieß der nochmal mit Nachnamen? Gibt so viele Kevin. Ja, ich weiß, wie naiv von mir. Kevin Hilton. Kevin Hilton. Nee. Kenn ich nicht. Schade, Mann. Ziemlich reicher Typ auf jeden Fall. Ich hab gehört, der hat einen großen Penis. Oh, wow. Super. Ja. Manche Frauen hier auf der Insel auch. Das glaube ich dir. Du zählst doch nicht dazu, oder? Wer weiß. Also, ich glaube, meiner ist ziemlich okay. Ja. Oh je. Gut, dass ich den jetzt nicht gesehen habe. Warte, willst du ihn sehen? Dann nein, lass meine Hose ausziehen. Nein, will ich nicht. Nein? Nein. Sicher nicht? Ja. Durchschnittlich lang, oder? Nein. Alles cool, ich mach nur Spaß. Na, hör mal. Also, ich komme aus ziemlich einfachen Verhältnissen. Okay, sag mir nicht, du machst sowas. Nein, eigentlich wollte ich dir erzählen, was mein Bruder und ich früher machen mussten. Wir mussten. Okay, okay, aber nicht erschrecken, okay? Ich erschreck mich nicht. Okay, wir mussten damals die. Naja, von unseren Schwestern die Tampons auslutschen, damit die nochmal benutzt werden können. Ich weiß. Ich überbreche mich gleich. Sorry, es tut mir leid, aber du wolltest die Geschichte hören. Du hast gesagt, erzähl mir, was passiert ist. Ich kotze gleich wirklich auf die Füße. Warte, dann zieh ich mir lieber vorher die Schuhe aus, dann ist es wenigstens warm an den Füßen, ha? Oh mein Gott. Und dir habe ich meine Nummer gegeben. Na hör mal, ich bin der Messias. Ja, super. Nein, ich fahr mal einen Gang runter. Ich glaube, das wird zu viel beim ersten Treffen, ha? Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob du mich nochmal sehen möchtest, aber wenn, dann müsst du dich dran gewöhnen. Okay. Hat mich gefreut, ja? Mich auch, gell? Wir sehen uns. Wir sehen uns. Bis dann. Du bist ja immer noch da. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wenn du mehr von so einem Scheiß sehen willst, dann, naja, folg mir auf Twitch oder so. Oder abonnier diesen Channel. Like das Video, favorisier es, katapultier es. Und, naja, bis dann.